Unser nächster Gast, Norbert Röttgen, prägt die Außenpolitik Deutschlands schon seit vielen, vielen Jahren. Er ist seit 30 Jahren für die CDU im Bundestag. Er ist Mitglied des Auswärtigen Ausschusses, den er auch 7 Jahre lang geleitet hat. Und er ist im Vorstand der Atlantikbrücke. Herzlich willkommen, Norbert Röttgen. Hallo, guten Abend. Schön, dass Sie bei uns sind. Sie sind ja CDU-Mitglied und damit Angehöriger einer konservativen Partei. Ist es für Sie ein bisschen seltsam, dass Sie heute auf die Niederlage eines konservativen Kandidaten hoffen? Leider passen Ihre Begriffe nicht so recht zur Realität, okay, würde ich sagen. Konservativ, ja. Nein, ich will es jetzt auch gar nicht sehr, war auch nur halb scherzhaft gemeint. Also wir sind Christdemokraten und nicht die Konservativen und Trump ist kein Konservativer. Und die Christdemokraten in Deutschland hatten zu den Republikanern immer traditionell gute Beziehungen, aber auch immer zu den Demokraten, vielleicht zu den Republikanern etwas bessere. Aber wenn Sie heute sogar Ronald Reagan, wenn der sich aus dem Grab melden könnte oder wo auch immer sich aufhalten würde und fragen, was ist das noch deine Partei? Er würde seine Partei nicht wiedererkennen. George Bush, der Ältere, schon gar nicht. Selbst George Bush, der Jüngere, George W. Bush, wendet sich von dieser Partei ab. Das ist ja nicht Konservativismus, den Trump vertritt. Und es sind auch nicht europäische Interessen, die er vertritt. Mhm. Darum ist das für einen Christdemokraten ein Trauerspiel, dass Trump, falls er gewählt werden sollte, allemal, dann ist die feindliche Übernahme der Republikanischen Partei durch den einstmaligen völligen Außenseiter, dann wäre sie abgeschlossen. Und er hat sie sowieso schon weit gebracht. Und sollte Donald Trump gewinnen, was befürchten Sie oder was droht den transatlantischen Beziehungen dann? Die deutsch-amerikanischen Beziehungen werden diese 4 Jahre in diesem Fall überleben. Sie sind sehr breit, sie sind sehr tief, sie sind auch im Kongress, trotz dann dieser Präsidentenwahl, wenn sie so ausginge, stark vertreten. Es gibt es auch sogar noch in der Republikanischen Partei. Aber es wird natürlich in Amerika weitreichendste Auswirkungen haben. Trump ist unberechenbar, aber wenn man ihn an dem misst, was er gesagt hat im Wahlkampf, dann heißt das eigentlich, dass er wahrscheinlich brechen wird mit der Tradition amerikanische Außenpolitik seit dem Eintritt der USA in den Zweiten Weltkrieg, dass europäische Sicherheit ein amerikanisches eigenes Interesse ist. Und wenn er einen Deal mit Putin macht, dann wird sich das, was die NATO, was die transatlantische Sicherheitspartnerschaft war über Jahrzehnte, die uns die Einheit ermöglicht hat, die den Kalten Krieg bestanden hat, dann wird sich das in sein Gegenteil verkehren. Und darum ist es eine lebensgefährliche Belastung für diese Partnerschaft, die wir dann zu erwarten haben. Und die Aufgabe heißt dann, sie zu überstehen über diese Zeit. Mhm. 2016 hieß es ja, die deutsche Politik sei nicht gut vorbereitet gewesen auf einen Wahlsieg Trumps. Wie ist das denn diesmal? 2016 konnte man das vielleicht noch verstehen. Jetzt ist die Lage wieder so. Nicht vorbereitet. Ich glaube sogar, ist auch kein Geheimnis, dass Olaf Scholz diese Marschroute in der Regierung ausgegeben hat. Es gibt keine Vorbereitung für diesen Fall, für dieses Szenario. Und ich halte das für völlig unverantwortlich. Mhm. Und wie kann man sich auf sowas überhaupt vorbereiten? Also natürlich Kontakte ins Trump-Lager, aber die sind ja gleichzeitig auch ein bisschen heikel, oder? Man muss sich, ja, das drückt aus den Mangel an strategischer Voraussicht, der leider in der deutschen Politik, in der deutschen Außenpolitik auch nicht erst seit 2 Jahren eingetreten ist, dass man die Vorstellungskraft und die Courage, das ist eine intellektuelle Dimension und eine voluntative, eine Willensdimension aufbringt, Vorstellungsvermögen und Courage, sich mit den Möglichkeiten der Entwicklung der Zukunft zu beschäftigen und was sie für das eigene Land bedeuten. Und was die Möglichkeit dass Trump als gewählter Präsident eine Möglichkeit darstellt, kann man nicht bestreiten seit vielen, vielen Monaten. Und was es möglicherweise bedeutet für europäische Sicherheit,
da hat er sich hinreichend deutlich geäußert. Und wenn er gewählt wird, wäre es eine totale Überraschung, wenn es nicht zu einem sofortigen Stopp jeder Unterstützung der Ukraine kommen würde. Das heißt, im Zeitpunkt seiner Wahl wäre zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg europäische Sicherheit europäisch. Das wäre der Bruch. Die USA unter Trump würden sich nicht mehr als europäische Sicherheitsmacht verstehen, was sie seit 80 Jahren sind, sondern europäische Sicherheit wäre europäisch. Das ist also dann eine europäische Angelegenheit. Das kann man ja nicht von heute auf morgen so einfach hinkriegen. Es wäre besser, man wäre auf diesen Fall vorbereitet. Und ganz zu schweigen für das Szenario, das ich eben ansprach, wenn es zu einem Deal mit Putin kommt, dann ist das existenzbedrohend für die gesamte NATO. Die muss gar nicht formal aufgekündigt werden. Aber wenn das führende westliche Land sich gegen europäische Sicherheit wendet, dann ist das nicht mehr die NATO. Auf all das muss man intellektuell, politisch, operativ, kommunikativ vorbereitet sein. Nichts liegt vor. Wir haben da eine passende Frage aus der Community dazu. Was wäre denn das Maximalste, was er mit der NATO tun könnte? Womit ist denn de facto zu rechnen? Was sagen Sie? Also ich glaube gar nicht, dass es zu irgendeiner Form von formaler Aufkündigung kommt. Mhm. Sondern das Gefährlichste ist das Szenario, was ich gerade beschrieben habe, ein Deal. Er hält sich bestimmt für einen großen Dealmaker. Das Urteil vieler sieht anders aus, aber sein Selbstverständnis, sein Selbstbewusstsein ist so. Er hat auch gesagt, dieser Krieg, das ist in 24 Stunden zu erledigen. Er hat ja beim letzten Besuch von Zelensky ihn zunächst nicht empfangen wollen, weil er gesagt hat, der ist nicht bereit zu einem Deal. Ich weiß nicht, ob es dazu kommt, zu diesem Deal, aber es kann dazu kommen. Wenn es dazu käme, dann kann dieser Deal ja nur geschlossen werden auf Kosten der Sicherheit der Ukraine. Ja. Das heißt, er würde geschlossen auf Kosten der Sicherheit Europas. Und in dem Augenblick wäre die NATO nicht mehr das, was sie seit ihrer Gründung war. Sie ist ja gegründet, sie ist erfunden worden für die Sicherheit Europas. Und dann hätte Trump sie in ihr Gegenteil verkehrt. Und dann wäre diese NATO nicht mehr das, was sie war. Also jetzt bezüglich der deutschen Unabhängigkeit, vielleicht auch militärischen Unabhängigkeit. Es gibt ja die Pläne, 35 Kampfjets zu kaufen. Glauben Sie, dass sich Deutschland damit dann tatsächlich auch in den nächsten Jahren militärisch unabhängiger machen wird? Nein, also Unabhängigkeit ist ein Wort, das sozusagen für die Verflechtung und auch für die sicherheitspolitische Lage nicht angemessen ist. Ja, es wäre vermessen, überhaupt von Unabhängigkeit zu reden. Die können wir auch nicht schaffen. Was wir schaffen können und müssen, ist die Reduzierung von Abhängigkeit. Wir müssen partnerfähig werden, also mit den USA zusammen. Das wird uns übrigens auch drohen, das kommt auf uns zu, auch wenn Frau Harris gewählt wird. Auch Frau Harris wird uns sagen, dann aber kooperativ und freundschaftlich, aber sie wird sagen, die USA kann nicht mehr alles machen. Aber da werden die 35 Kampfjets dann auch nicht reichen, oder? Sie sind natürlich mal ein Beispiel dafür, aber Sie haben völlig recht. Sie reichen natürlich nicht. Das ist nicht damit getan, dass wir irgendwas mal kaufen, sondern wir müssen die Identität als Europäer, als Deutsche und Europäer entwickeln, dass die Sicherheit unseres Kontinentes unsere Aufgabe ist. Man könnte sagen, wenn Trump sagt, sag mal, habt ihr das immer noch nicht verstanden, hätte er sogar recht. Selbst Sätze, die wahr sind, werden ja nicht dadurch falsch, dass Trump sie ausspricht. Das kommt gelegentlich vor. Sogar mal vor. So, und in diesem Fall wird er sagen, das ist euer Europa. Ja. Wenn es euch was wert ist, verteidigt es. Und man müsste sagen, ja. So ist es. Die USA haben hier ja auch einige Atombomben stationiert. Glauben Sie, die würden dann möglicherweise abgezogen werden, wenn Trump gewinnt? So, der Fachausdruck ist ja die nukleare Teilhabe. Ja, ja. Okay, so muss man aber nicht so, Sie haben das viel verständlicher formuliert. Wir jedenfalls als Deutsche haben ein Interesse daran, dass der nukleare Schutzschirm bestehen bleibt. Den kann man tatsächlich, wenn es wegfiele, auf Jahre erstmal nicht ersetzen. Das ist also ein strategischer Schutz, eine strategische Verklammerung von USA und Deutschland und Europa, aber damit auch eine strategische Abhängigkeit.
in der sind wir. Wir haben jedes Interesse, das zu erhalten und nicht in Frage zu stellen. Ich glaube auch nicht, dass es droht, weil das bedürfte der Entscheidung des Kongresses. Und im Kongress gibt es auch bei dem, der wird ja auch zum Teil neu gewählt an diesem Tag, wird bestehen bleiben eine starke Mehrheit für die NATO, für die transatlantische Partnerschaft unter Einschluss des nuklearen Schutzschirms. Also es wird nicht alles überworfen. Okay. Nein. Gut. Aber Sie haben jetzt gesagt, die transatlantischen Beziehungen stehen an einem Wendepunkt. An dem stehen Sie ja wahrscheinlich so oder so. Ne? Also einerseits, weil einfach diese Generation von Gefühlstransatlantikern langsam, was heißt ausstirbt, aber einfach die jüngeren Politiker nachrücken, die diese Nachkriegszeit nicht mehr direkt erlebt vielleicht haben. Erlebnistransatlantiker. Erlebnistransatlantiker ist auch ein schöner Ausdruck. Und gleichzeitig werden einfach andere Player global ja auch wichtiger für die USA. Aber wie sähe denn so ein neues transatlantisches Verhältnis aus? Es würde dadurch sowohl erneuert werden und auch erhalten bleiben, wenn es europäischer wird. Diese transatlantische Gemeinschaft bleibt nur, sagen, als ein konservatives Anliegen, wenn sie sich verändert, wenn sie europäischer wird. Die Europäer müssen in der Frage der eigenen Sicherheit mehr eigene Beiträge leisten. Das ist übrigens als Erkenntnis alles andere als neu oder gar originell, sagen wir schon seit langem. Es ist nur nie wirklich passiert. Erste Veränderungen hat es jetzt gegeben, nicht durch irgendeinen amerikanischen Präsidenten oder gar durch europäische Selbstentscheidung, sondern durch Putin. Putins Krieg hat die NATO verändert. Kein Mensch, nicht mal der französische Staatspräsident, bestreitet inzwischen mehr den Sinn der NATO. Und das hat zu einem Paradigmenwechsel geführt. Der muss nun konsequent fortgesetzt werden, weil mit dem, was die Europäer bislang leisten, lässt sich Frieden in Europa nicht wiederherstellen. Und das wird der Maßstab sein. Tun die Europäer das ihre zur Wiederherstellung von Sicherheit und Frieden in Europa? Wenn wir den bisherigen Kurs fortsetzen, der das nicht gewährleistet, dann sind wir es selber, die die NATO gefährden, weil wir sie nicht hinreichend ausstatten und nutzen. Das ist der Wendepunkt, vor dem wir stehen. Und der zeigt auch, dass dieser Wendepunkt nicht einseitig sozusagen einer ist, der von der anderen Seite des Atlantiks auf uns zukommt. Es ist auch sozusagen von uns aus dieser Wendepunkt aufgerufen, nämlich in unserer Veränderungs-, in unserer Anpassungsbereitschaft. Mhm. Sie haben mal gesagt, unser erfolgreiches, aber auch bequemes Wohlstandsmodell kommt an sein Ende. Es ging so, Energieversorgung lagern wir nach Russland aus, Wachstum nach China und Sicherheit nach Amerika. Darüber haben wir schon gesprochen. Und jetzt sagen Sie, funktioniert das nicht mehr und auch nicht, dass wir damit Gewinne machen. Worauf müssen wir uns denn einstellen? Wie unbequem wird es in Deutschland werden? Es muss nicht, ja, es wird, was heißt, man kann es auch, also ich könnte jetzt auf die, ich wehre mich ein bisschen dagegen, dass man das als Unbequemlichkeit darstellt. Also Ihre Frage ist völlig berechtigt. Aber ich würde trotzdem darauf antworten. Wir stehen vor einer großen Aufgabe, vor einer großen moralischen Aufgabe, vor einer großen politischen, historischen Aufgabe, die jetzt uns zufällt, nämlich aus eigenen Kräften für den Frieden in Europa zu sorgen. Dafür zu sorgen, dass Krieg scheitert. Der russische Krieg gegen die Ukraine hat die längste europäische Friedensepoche beendet. Und nun haben wir die Aufgabe, die Chance, diesen Krieg wieder zu verbannen, indem wir die Ukraine, auf deren Territorium dieser Krieg stattfindet, unterstützen. Das heißt, es ist jetzt nicht, ich finde nicht, dass man sagen kann, da kommt jetzt eine unbequeme Zeit, sondern es kommt. Die unbequeme Zeit ist schon da. So ist es. Also wir hatten die Zeit der großen Bequemlichkeit, die haben wir ausgenutzt, indem wir alle Gefahrenmomente, solange es irgendwie ging, ignoriert haben. Also wir haben sie alle, sie wurden gesehen, aber die Mehrheit hat immer entschieden, es ist zu anstrengend. Wir bleiben beim Alten, wir bleiben weiter bei Energieabhängigkeit von Russland.
wie eben zitiert, und Abhängigkeiten von China machen wir immer weiter und die USA sorgen ja. Das ist eben vorbei. Und jetzt sind wir selber gefordert, sozusagen für unser eigenes Leben, für unsere eigene Zukunft zu sorgen. Das ist uns ja auch privat vertraut, dass es eine Aufgabe ist, das eigene Leben sicher zu gestalten. Nach Erwachsenwerden. Ganz gut, ja. Ganz gut, ja. Man könnte ja sagen, die transatlantischen Beziehungen haben auch die erste Amtszeit von Donald Trump überlebt. Mhm. Warum meinen Sie, könnte es diesmal schlimmer kommen? Gut, meine Prognose ist, wir werden es überleben. Aber weil, wenn sie kommt, die zweite Amtszeit, kann man sie schwer vorhersagen, außer darin, dass sie nicht so wird wie die erste. Denn auch Trump war überrascht. Auch Trump war nicht vorbereitet. Und jetzt gibt es zwei Veränderungen. Erstens, glaube ich, ist sein Level der Aggressivität, das hat man jetzt gerade in dem Schlussspurt noch mal gesehen, hemmungslose Aggressivität. Die hat eine andere Qualität als beim letzten Mal. Das hat auch mit seinem Ganzen, er fühlt sich ja viel stärker noch als Opfer von amerikanischer Staatsverfolgung. Und zweitens ist die programmatische Vorbereitung seines Umfeldes, die Vorbereitung sowohl programmatisch als auch personell. Also wer sind diese Tausenden von Leuten, die unsere revolutionäre Veränderung jetzt in die Ministerien tragen? Die ist ganz, ganz anders. Sein ideologisches Umfeld sagt, wir sind entschlossen, diese zweite Amtszeit nicht wieder zu vergeuden, sondern jetzt muss die Revolution in unserem Sinne stattfinden. Und darum, Aggressivität und Vorbereitungsgrad sind ganz anders, viel, viel stärker entwickelt. Das ist mal jedenfalls der Unterschied. Er kann auch nicht wiedergewählt werden. Auch das sorgt vielleicht für eine gewisse Hemmungslosigkeit. Jedenfalls, er muss auf nichts mehr Rücksicht nehmen. Und er wird noch stärker Ressentiment getrieben sein, wenn es kommt. Und mit all dem müssen wir umgehen. Und wir werden es in den nächsten 18 Stunden in diesem Stream besprechen. Leider endet unsere Zeit. Vielen, vielen Dank. Danke sehr für die Einladung. Ja, es war ganz interessant, super. Und ich wünsche Ihnen auch noch einen schönen Wahlabend. Und wir gucken gespannt auf das Ergebnis später.